Audi zündet die nächste Stufe auf dem Weg in die elektrische Zukunft mit dem neuen e-tron GT. Das flott gezeichnete Fahrzeug soll auch jene Kunden überzeugen, die sich einen Sportwagen bislang nur mit Verbrennungsmotor vorstellen konnten. Der e-tron GT ist als reines Elektroauto konzipiert worden. Seine Plattform teilt er sich mit dem Konzernbruder Porsche Taycan, der 2019 vorgestellt wurde und den es inzwischen schon in einer zweiten Karosserievariante, dem Taycan Cross Turismo, gibt. Der Audi e-tron GT macht seinem Namen alle Ehre. Denn GT steht für Gran Turismo und das zeigt die knapp 5 Meter lange Karosserie in jedem Detail. Der e-tron GT ist nur 1,41 Meter hoch, aber fast 2 Meter breit. Schon im Stand strahlt er dadurch reichlich Dynamik aus. Und der Look ist nicht nur Show, denn bereits die leistungsschwächere Modellvariante wartet mit einem 350 Kilowatt starken E-Motor auf. Das sind 476 PS. Im Boost-Mode können kurzfristig sogar 390 kW, also 530 PS, abgerufen werden. So absolviert der e-tron GT den Standard-Sprint von 0 auf 100 in 4,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 245 Kilometern in der Stunde. Wer die Power des Audis dauerhaft abruft, wird allerdings die ab Werk angegebene Normreichweite von 487 Kilometern nicht mal im Ansatz erreichen. Das Nachladen funktioniert beim Audi e-tron GT aber zügig, denn wie der Porsche Taycan setzt er auf 800 Volt Technik. Die ermöglicht einen schnellen Stromfluss, sodass an einer entsprechenden Hochleistungs-Gleichspannungsladesäule mit bis zu 270 Kilowatt Leistung geladen werden kann. Die 93,4 Kilowattstunden fassende Batterie wäre dann unter günstigsten Bedingungen in 22,5 Minuten zu 80% geladen. Der Innenraum des GT ist fahrerorientiert und voll digital. Klassische Bedienungsschalter finden sich kaum noch. Das Platzangebot vorne ist in der Fahrzeugklasse entsprechend großzügig, auf der Rückbank allerdings nur durchschnittlich geraten, was der niedrigen Dachlinie geschuldet ist. Das Fahrverhalten des Audi lässt sich am ehesten mit dem gerne zitierten Go-Kart vergleichen. Handlich und trotzdem souverän. Im Gegensatz zum Porsche Taycan gibt es den e-tron GT übrigens ausschließlich mit Allradantrieb. Ein Wermutstropfen des sportlichen Audi ist sein Preis. 99.800 Euro sind mindestens fällig, will man dieses Fahrzeug sein eigen nennen. Fast 40.000 Euro mehr werden für die noch stärkere Version, den Audi RS e-tron GT, fällig. Der hat dann 440 Kilowatt Leistung, also knapp 600 PS. Im Boost-Modus sogar 648 PS. So beschleunigt er in 3,3 Sekunden auf 100. Erst bei 250 km/h ist Schluss. Damit ist der Audi dann auf Augenhöhe mit seinem technologischen Bruder aus dem Hause Porsche angekommen.